Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Update in Sachen Rahmenrohr. Für alle diejenigen, die es interessiert, wie diese Aktion hier ausgegangen ist. Ich mache es ganz kurz, dauert nicht lange diesmal. Ja, aber ich möchte es euch gerne der Vollständigkeit halber eben zeigen. Übrigens, es waren ja ein paar Kommentare, die sich gefragt haben, ja, dieses Rahmenrohr ist tatsächlich ein Sammler. Ja, es ist wirklich so, bei dieser Modellreihe von Moto Guzzi, also bei den 1100er Tonti-Rahmenmodellen, Tonti ist ja der Name des Konstrukteurs dieses Rahmens, war ursprünglich ja mal ein Rennrahmen, so in den 70er, 80er Jahren, frühen 80ern. Ja, hier dieser Anschlussstutzen, der geht tatsächlich in das Motorgehäuse. Das ist die Entlüftung vom Kurbelgehäuse. Geht eben dieser Nebel, es ist ja meistens nur Nebel, geht in das Rohr, wird hier irgendwo gesammelt und dann durch diese beiden kleinen Stutzen, die ihr schon öfter gesehen habt, geht es dann tatsächlich wieder rechts und links in die Zylinder rein. Dann hat man eben diesen Kreislauf. Hier vorne ist noch ein kleines Entlüftungsnippelchen dran, hier dieses Röhrchen. Das geht dann mit einem Schlauch so da ungefähr hier in dieser Gegend nach unten ins Freie. Da ist ein Stopfen dran und den muss man eben gelegentlich dann wieder ausleeren. So ist dieses System hier gebaut. Nur so auch zur Ergänzung mal. Deswegen möchte ich das ja wieder benutzen, sonst muss ich da irgendwo wieder außen größere, mehr oder weniger größere Behälter anbringen und ich habe da eh ziemlich Platzprobleme. Okay, wollte ich euch nur ergänzend auch hier nochmal sagen. Ja, was habe ich also gemacht? Ich habe nochmal für circa 1,5 Tage Zitronensäure hier reingelassen, dann mit sehr heißem Wasser anfangs und noch etwas stärker angemischt. Und wie ihr seht, wurde zwar jetzt wieder ein bisschen besser, aber diese braunen Flecken, die man hier noch sieht, die haben mir noch nicht gefallen. Dann dachte ich mir, ich muss mal schauen, was das überhaupt ist. Ist es hart oder weich? Dann habe ich parallel zu meiner Kamera nochmal so einen durchsichtigen Schlauch mit reingesteckt. Und der hat dann eben an der Wandung etwas geschrammt. Und dann habe ich gesehen, das ist alles weicher Schlick oder Schlamm. Also nichts Hartes. Und dachte mir, okay, kriegst du irgendwie raus. Anschließend habe ich mir dieses Gebilde hier gebastelt. Und das hier habe ich dann an die Gartenwasserleitung, an den Schlauch angesteckt, eben hier dickes Rohr und dann etwas immer wieder verjüngt und bis ich eben hier diesen dünnen Schlauch hier hatte, den habe ich hier vorne mit dem Draht dann zugemacht, also zugebogen, seitlich mit einem kleinen Bohrer dann ein paar Löcher reingebohrt, dass das Wasser eben hier seitlich rauskommt. Und wie man sieht, hat schon etwas gebracht, aber trotzdem noch nicht so sauber, wie ich es gerne hätte oder gehabt hätte. Dann habe ich versucht, mit diversen Bürsten hier reinzufahren. Hier sieht man schon, hier vorne bis hierher ist die dreckig, weiter bin ich auch nicht reingekommen. Es geht immer nur ein bisschen rein, auch wenn man es hier vorne biegt, dann bleibt man irgendwo stecken. Das ist relativ flexibel, ne? Das ist eine Bürste, die man eigentlich braucht für so, ja, für Abwasserrohre. Funktioniert damit ganz gut, also für die Abwasserrohre, aber nicht hier für das. Dann eben auch diese Bürste habe ich dann mal getestet oder wollte ich da um die Kurve bringen. Auch das hat nicht funktioniert, da ist dieser Draht einfach viel zu starr. Die Bürste selber wäre ideal, hätte ungefähr den Durchmesser des Rahmenrohrs her. Aber leider auch hiermit ging es nicht. Anschließend, habe ich mir dann das hier gebaut. Eine kleinere Bürste, die ist hier gebogen. Das Stück ist ein Stück von einer Reinigungsspirale für Abwasserrohre. Habe ich abgezwickt, hier vorne mit der Bürste so zusammengezwirbelt. Und das hat dann funktioniert. Mit diesem kleinen Teil bin ich dann um die Kurve gekommen. Hier habe ich es dann in einen Akkuschrauber reingespannt und eben drehen lassen. Und das, wie man hier sieht, durch die Biegung vorne hat das dann eben außen am Rohr schon seine Arbeit verrichtet. Das habe ich dann mehrere Minuten lang rauf und runter und drehen lassen und so weiter und so fort. Das hat dann einigermaßen funktioniert und raus kam diese Pampe hier. Das ist schon heftig, da sind auch wirklich Brösel drin. Die Tropfen, die man da unten am Boden noch wandern sieht, das ist noch Wasser, das sind Wasserreste. Gingen dann auch noch gleich mit raus, aber das hat wirklich was gebracht. Ihr seht, das war schon eine richtige Dreckbrühe noch und da kam wirklich noch richtig was raus. Danach hat es dann so ausgesehen.
Ich denke, so kann man es lassen, so muss ich es auch lassen, besser wird es nicht. Danach eben wieder gespült und getrocknet, mit Druckluft wieder durchgeblasen und mehrere Tage habe ich es jetzt trocknen lassen. Das stand auch dann schon mal so einen halben Tag in der Sonne, im Freien und jetzt ist das alles relativ trocken. Der nächste Schritt war, wie schütze ich das Ganze wieder vom neuen Verrosten? Und da habe ich mich dann ein bisschen ins Internet begeben und recherchiert. Und letztendlich habe ich mir dieses Teil hier gekauft, oder dieses Mittel. Heißt Tanox Roststabilisator. Es gibt ja dieses Brunox, auch wirklich ein super Produkt. Ich habe hier ein Video gesehen, da hat jemand mehrere solche Produkte getestet. Und ja, bis zu ein Jahr, glaube ich, sogar im Freien, so ein Blech im Freien liegen lassen wieder. Und das hier war das Beste, wenn man es nicht nochmal lackiert hat. Also er hat also Proben lackiert, einmal blank, nur mit diesem Mittel. Und die andere Seite vom Blech, das gleiche Mittel, aber dann nochmal eine Lackschicht drüber. Und bei der unbehandelten Variante war das hier mit am besten. Fast gleich auf mit dem Brunox zum Beispiel. Ein paar andere waren auch nicht schlecht, also wirklich, ich möchte jetzt mal wieder nicht Werbung machen, ich habe mich einfach jetzt für dieses Teil hier entschieden. Ja, und das habe ich dann reingegossen, habe den Rahmen dann ein paar Mal gedreht, dass sich das alles schön verteilt und das war das Ergebnis. Wie man schön sehen kann, noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Metall hat dieses Mittel einfach nicht richtig angenommen, da gibt es auch riesen Lücken. Ja, das war jetzt ein paar Tage her. Für mich zumindest, und so wollte ich es natürlich noch nicht lassen. Es gefällt mir noch nicht, es hat ja quasi nichts gebracht, warum das Mittel hier innen nicht haftet, ich weiß es nicht. Kann es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, weil wenn man es mit einem Pinsel irgendwo aufträgt, dann haftet es super. Ich habe es jetzt am Auto schon mal ausprobiert, also verrostete Schrauben behandelt damit und auch einen Test mal bei mir gemacht mit so einer komplett verrosteten Mutter, also das haftet wirklich toll. Naja, jedenfalls habe ich das Rahmenrohr jetzt nochmal komplett befüllt oder geflutet. Habe es einen halben Tag in etwa stehen lassen, dann wieder auslaufen lassen und dann sogar in die Sonne gestellt, damit das Rahmenrohr oder der ganze Rahmen warm wird zum Trocknen. Ja, jetzt schaue ich mal nochmal rein und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob das was gebracht hat. So, jetzt bin ich wieder ziemlich weit vorne am Querrohr. Das ist graue, was man hier rechts sieht. Das ist unten. Ich musste die Kamera jetzt nur ein bisschen komisch drehen, weil sonst schrammt die immer an der Wand an. Und ich ziehe das mal leicht zurück. Ja, so flächendeckend ist das Mittel noch nicht an der Wand hier angehaftet oder hat sich das angehaftet. Links sieht man hier mal so hellgraue Flecken. Müsste eigentlich schwarz sein, weil das Mittel, wenn trocknet, wird es richtig schwarz. Kann jetzt aber auch eine optische Täuschung durch die LED-Beleuchtung sein. Aber wenn man mal so in die unscharfe Tiefe hier schaut, gibt es da schon noch sehr viele braune Stellen. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich. Wenn man das Ganze von der Nähe aus sieht, ja, ist da schon noch einiges dran, aber nicht flächendeckend. Definitiv nicht. So tröpfchenweise. Ja, hilft nichts. Besser wird es nicht mit meinen Mitteln und Methoden. Ich muss damit leben. Ist ja schon besser als ganz zuvor und vorher gab es ja auch keinen Motorschaden. Ich wollte das ganz einfach mal sauber behandeln innen drin. Ist mir, wie man schön sieht, nur teilweise gelungen. Schade. Gut, das ist dann auf alle Fälle das momentane Endergebnis. Mehr mache ich nicht mehr dran und kann auch nicht mehr machen. Es wird nicht besser. Naja, das Ganze hat ja noch ein paar Wochen Zeit zum Trocknen und wenn das Wetter passt, werde ich es auch immer mal wieder ins Freie stellen. Ganz zum Schluss, denke ich mal, werde ich Motoröl reinschütten, das Ganze nochmal fluten damit und dann hoffe ich, dass das einigermaßen rostgeschützt ist. Ja, wie gerade schon erwähnt, es ist ja schon mal besser wie vorher. Ja, aber nicht so, wie ich es erhofft habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Mittel ist trotzdem nicht schlecht. Ich habe das jetzt schon einige Male benutzt und das haftet wirklich super. Also an dem kann es nicht liegen. Ich weiß nicht, was da noch drin ist in diesem Rohr, was die Annahme dieser Farbe oder dieses Mittels verhindert. Naja, dann beschließe ich hier mal, trotzdem diese Aktion hat sich mal wieder ganz schön hingezogen.
alles nicht so geplant gewesen. Das Ganze braucht wirklich Zeit, mein Projekt hier. Ich hoffe, dass es jetzt etwas schneller wieder vorwärts geht. Naja, beim nächsten Mal geht es dann wirklich los mit dem Wiederaufbau. Da möchte ich schon gleich mal den Motor wieder reinbauen, dass ich den ganzen Rahmen hier mal stabil wieder bekomme, einigermaßen zum Hinstellen. Beim Getriebe, da wird es auch noch ein bisschen Arbeit geben. Ich möchte die ganzen Simmerringe austauschen. Auch die Oberfläche des Getriebes gefällt mir noch nicht so. Entweder ich bekomme das schön sauber, dass das farblich einigermaßen zum Motor passt und nicht so schmuddelig ausschaut, oder ich lasse es tatsächlich nochmal drüber lackieren. Mal schauen, da bin ich mir noch nicht sicher. Muss ich erstmal wieder ausprobieren, wie so oft, wie es zum Schluss wird. Ja, ich hoffe, das war trotz alledem noch etwas interessant und informativ für euch. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.